Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Brüche miteinander addieren könnt. Das erste Beispiel lautet 1 Sechstel plus 3 Viertel. Grafisch sieht das Ganze so aus. Wir wollen nun gemeinsam versuchen, diese Addition zu lösen. Im ersten Schritt müssen wir darauf achten, dass die Nenner gleich sind. In diesem Beispiel sind sie es leider nicht. Deswegen müssen wir die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und das habe ich gemacht, indem ich die 1 Sechstel mit 2 erweitert habe und die 3 Viertel mit 3 erweitert habe und komme nun auf den Bruch 2 Zwölftel und 9 Zwölftel und hier wieder in der Kreisdarstellung gezeigt. Nun habe ich die beiden Brüche auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und kann sie nun zusammenrechnen. Und das mache ich, indem ich die beiden Zähler miteinander addiere. Und so komme ich auf das Ergebnis von 11 Zwölftel. Das nächste Beispiel lautet ein Ganzes und zwei Drittel plus 4 Neuntel. Grafisch sieht das Ganze so aus. Zur Abwechslung habe ich hier einmal eine andere Darstellung verwendet. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier wieder unterschiedliche Nenner. Deswegen müssen wir die beiden Brüche wieder auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Ich habe hier die 2 Drittel mit der Zahl 3 erweitert und komme dann auf ein Ganzes und 6 Neuntel. Grafisch sieht es nun so aus, dass ich hier insgesamt 9 Unterteilungen habe und nicht wie hier 3 Unterteilungen habe. Nun haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden und können die beiden Bruchzahlen miteinander addieren. Das bedeutet, unser Ganzes bleibt stehen und hier können wir noch die 4 und den 6 dazu rechnen und kommen auf insgesamt ein Ganzes und 10 Neuntel. Das sieht dann so aus. Wir können das Ergebnis aber noch umschreiben, denn wir haben hier 2 Ganze und ein Neuntel. Kommen wir nun zum Subtrahieren von Brüchen. Beim ersten Beispiel habe ich 3 Fünftel minus 1 Halb. Grafisch sieht das Ganze so aus. Hier haben wir wieder das Problem, dass wir keine gemeinsamen Nenner haben. Deswegen müssen wir uns nun überlegen, was der gemeinsame Nenner von 5 und 2 ist. Ein gemeinsamer Nenner wäre 10. Das bedeutet, ich muss die 3 Fünftel mit der Zahl 2 erweitern und die 1 Halb mit der Zahl 5. Nun lauten die Brüche 6 Zehntel und 5 Zehntel. Und grafisch sieht das nun so aus. Ich habe nun 10 gleich große Unterteilungen. Nun haben wir einen gemeinsamen Nenner und können die 5 Zehntel ganz einfach von den 6 Zehntel abzählen. Und als Ergebnis bekommen wir 1 Zehntel heraus. Dieses Beispiel lautet ein Ganzes und 2 Siebtel minus 6 Siebtel. Grafisch sieht das Ganze so aus. Hier habe ich zwar einen gemeinsamen Nenner, nämlich 7. Allerdings habe ich das Problem, dass ich die 6 hier im Zähler nicht einfach so von dem 2 hier im Zähler abziehen kann. Deswegen müssen wir hier wieder unser Ganzes in 7 gleich große Teile aufteilen. Nun haben wir 9 Siebtel hier stehen, denn ein Ganzes in 7 gleich große Teile aufgeteilt sind ja 7 Siebtel. Und grafisch sieht das dann so aus. Nun können wir ganz einfach 9 Siebtel minus 6 Siebtel rechnen und bekommen als Ergebnis 3 Siebtel heraus.